Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, bis ich wieder aufnehmen konnte, da ich 2 Wochen lang krank war und das hat verhindert, dass ich aufnehmen konnte. Aber jetzt bin ich ja wieder da. War natürlich auch blöd, dass ich nicht im Vorrat aufgenommen habe. Okay, da gehen wir auch aus Versehen direkt in den Kampf. Ich habe gehofft, der wäre schon besiegt. Und ich hoffe, man merkt es auch, denn ich habe ein neues Mikrofon. Und ja, ich hoffe, das verbessert mal ein bisschen die Qualität von meiner Stimme. Auf jeden Fall tun wir jetzt einfach da weitermachen, wo Kilian aufgehört hat. Ich habe nur keine Ahnung, welcher Part das ist. Dürfte eigentlich schon, glaube ich, Part 30 sein. Oder 28. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen, wo wir waren oder was zuletzt passiert ist. Auf jeden Fall war genau, Edelspin hatten wir zuletzt eigentlich ins Team aufgenommen und unser komisches Eis-Pokémon. So, ich habe auch keine Ahnung mehr, wie die Attacken, wie nützlich die sind. Ich versuche es jetzt einfach mal mit dem Elektronetz. Das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich cool. Ja, die Initiative wird gesenkt und dadurch ist, glaube ich, Ladestrahl stärker, wenn ich mich nicht irre. Oder war das ein... Nein, ist auch egal. Oh, Spezialangriff steigt, das ist schon mal gut. Ich glaube, so Edelspin ist eh relativ auf Spezialangriff getrimmt. So, dann versuchen wir es mal mit Kreuzscher, mal schauen, wie effektiv das ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, was für ein Typ das Pokémon da vor uns ist, aber scheint ein Pflanzen-Pokémon zu sein. Und da hätten wir auch Edelspin schon auf Level 32. Das, ich glaube, entwickelt sich aber auf 38. So, was war das? Ich habe jetzt natürlich nicht gelesen. Wechseln wir einfach mal das Pokémon. Renekton ist noch 31, dann wird es Zeit, dass Renekton hochkommt. So, ist ja auch relativ. Oh, ich mache mal die Maus aus dem Bild. Oh, ein Milzer. Das wäre natürlich cool, hätten wir eins. Aber ich glaube, das kann man gar nicht fangen. Ich versuche auf jeden Fall mal den Knirscher. Dürfte eigentlich gar nicht so schwach sein. Es geht. Könnte schlechter sein. Und ich glaube, 2 Knirscher reichen ja auch. Und von daher ist. Oh, und Stärke ist Link stark. Dann könnte es natürlich schwer werden, jetzt noch mit einem Schlag Milzer zu besiegen. Aber es geht noch aus. Und Hochmut wirkt. Falls der Trainer noch eins hat. Nein, hat es nicht. Dann können wir auch weiter. Ich hoffe natürlich, mein neues Mikrofon tut jetzt nicht so stark die Tastatur aufnehmen. Wenn nicht, muss ich da noch ein bisschen was dran ändern. Aber es dürfte eigentlich gehen. Hier, das habe ich von einem Baum bekommen. Wilbibeere. Okay. Brauchen wir nicht. Ich hoffe natürlich, wir kommen jetzt nicht so weit in dieser Folge oder weit genug, denn ich möchte eigentlich die Arena-Leiterin das nächste Mal besiegen. Oh, ich hätte mir vielleicht noch in Skype abwesend stellen sollen, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Okay, es gab keine Entwicklung für unseren Necken, dann dürfte das mit 39, glaube ich, sein. Für Edelspin. Oder 38. So, jetzt machen wir den Necken nach vorne und dann Walter. Und dann geht es schon mal weiter. Ich glaube, das hier ist so eine Art Friedhof für Pokémon. Okay, da haben wir eine wahrscheinlich trauernde Frau. Mal schauen mal. Die Glocke auf der Turmspitze. Das heißt, die hier ruhenden Seelen verlockten, wenn man sie erklingen lasse. Und dann werden wir das tun, um dem Pokémon hier mal etwas Gutes zu tun, dass die sich auch freuen, die ruhenden Seelen von den verstorbenen Pokémon. So, jetzt reden wir aber erstmal mit dem alten Mann oder dem, was ist das, den Wächter des Turmes, was weiß ich. Dies ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden. Okay, ist einfach auch ein Besucher des Turmes. Dann gehen wir mal hoch. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dieser Turm. Okay, oder auch nicht. Ich habe gedacht, wir werden jetzt erstmal ewig lang nach oben laufen. So, das ist aber eine komische Grabsteine. War das in der ersten Version irgendwie besser gemacht? So, schauen wir mal, müssen wir hier kämpfen.
Finde ich eigentlich auch nicht richtig. Ein Pokémon-Turm, wo die Pokémon Ruhe, Frieden dann noch Kämpfe zu veranstalten, aber ja. Wir leben nicht dort, wir können das nicht beurteilen. Ich fühle, wie man mich irgendeine unbeschreibliche Energie, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdringt. Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass die Mikrofonqualität so in etwa stimmen würde, also von der Lautstärke. Ja, wenn nicht, muss ich das in der nächsten Folge verbessern. Ich habe jetzt zwar ein, zwei Testaufnahmen gemacht, wo es gepasst hat, aber ob es dann wirklich im Endeffekt in der Aufnahme auch passt, ist dann immer noch fraglich. So, das ist eigentlich ein Geist-Pokémon, also dürfte Knirsche ziemlich stark sein. Oder Psycho-Pokémon, was weiß ich, aber in beiden Fällen ist Knirsche auf jeden Fall sehr effektiv. So, ich denke auch, wir werden hier Reacten vielleicht sogar auf 33 bringen, dann kann Walter halt kurz warten. Weil ich glaube, Reacten kann hier mit seinem Knirsche sehr viel anrichten. Monozito. Okay. Ah, dieses Vieh. Vielleicht ist das auch ein Geist- oder Psycho-Pokémon. Ich versuch's mal. Vielleicht ist das ja gar kein Käfer oder Pflanzen-Pokémon. Und tatsächlich, es ist anscheinend auch ein Psycho-Pokémon, will ich jetzt mal behaupten. Ich kann natürlich, könnte natürlich im Pokédex nachschauen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Symbolara, was ist das? Ein. Ah, genau, dieses Vieh. Ist auch relativ stark, aber mit Knirscher dürfte es natürlich, wenn es kein Lichtschild benutzt, sehr schnell besiegt sein. So, Lichtschild dürfte aber nicht so viel gebracht haben. Ja. Geht ganz durch. Und da hätten wir den Trainer auch schon mal besiegt. Schade, dass der Hochmut uns nichts mehr bringt. Aber 1400 Erfahrung, das ist schon mal viel. So, dann gehen wir weiter. Gucken, kann man da an den Ball? Ich denke, man muss da erstmal an den ganzen Trainer vorbei. Da hinten dran, hinter dem Stein versteckt sich auch noch einer. Da ist noch einer, da kommen wir aber einfach dran an den, das Item. Miau, miau, miau. Das heißt, ich will mit dir spielen. Ich will mit dir kämpfen. So, ein Mädchen. Eine Göre und das im Pokémon-Turm, im Trauerturm, jedenfalls in dem Turm, wo die Pokémon liegen. Wir können eigentlich froh sein, dass unsere Pokémon noch leben, so viel wie die schon abbekommen haben. So, ein Knirscher dürfte eigentlich diesmal nicht so stark sein, aber das kann uns egal sein. Das Sirsukis dürfte uns eh nicht so viel anhaben können. Anscheinend doch mit Bodycheck. Wir sind auch relativ groß. Aber dass Sisukritz trotzdem so viel abzieht, verwundert mich. So, Mulli Morba, wir tauschen mal erst nicht ein. Wenn es ein Geist- oder Psycho-Pokémon ist, können wir es ja mit einem Knirscher besiegen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ich versuch's. Was soll's? No risk, no fun. So, und wir haben es geschafft. Aber ich spüre schon, die nächste Arena-Leiterin werden wir anscheinend nicht mehr besiegen. Jetzt sind schon 8 Minuten rum, wir sind noch nicht durch den Turm. So, jetzt wird aber erstmal Walter nach vorne gesetzt. Ja, genau das wollte ich. Ja, genau das wollte ich. Jetzt Tausch. Oh, ich mach's mit der Maus, dann geht's einfacher. So, haben wir das erledigt. So, dann holen wir uns schnapp. Oh, miau, miau, miau. Mit diesem Laut. Arme ich einem Pokémon nach, das mal bei mir gewohnt hat. Oh, ein Mauzi. Und anscheinend ist das verstorben, weshalb sie jetzt hier trauert. Und ihre Trauer mit Pokémon-Kämpfen kompensiert. Und Lichtel, das ist auch ein schönes Pokémon eigentlich. Ich werde mich aber jetzt hier nicht großartig damit aufhalten. Wenn ich, oder ich entscheide mich gerade dazu, wenn ich noch eins finde, fange ich es einfach. Muss ja nicht ins Team, nur damit wir es im Besitz haben. So, wenn wir hier hochgehen, könnten wir dem Kampf entgehen, aber warum sollten wir das tun? Das ist doch nur kostenloses Training für unser Pokémon. Wenn ich zwei Pokémon trainiere, treffen. Wenn sich zwei Pokémon-Trainer treffen, ist es selbstverständlich, dass sie sich auch einen Kampf liefern, oder?
Natürlich ist das logisch. Da könntest du auch einfach drauf warten, dass ich dich anspreche. So, ein Emolga. Das ist, glaube ich, gerade weil Walter sehr gut platziert in unserem Team, da Funkflug ist eigentlich mit einem Schlag besiegen dürfte, wenn ich mich nicht irren sollte. Natürlich. Aber zwei auf jeden Fall. Und ein Hiebertrank, das heißt nochmal einen. Das Vieh geht mir jetzt schon auf die Eier. So, Funkflug, ich hoffe, du kriegst mir jetzt auch wenigstens ein Level ab. Oh ja. Dann wird auch Wilder Tech ausgetauscht, da ich nicht gerade großer Fan von ihm bin. Ich auch glaube, dass es nicht mehr für immer in unserem Team bleiben wird. Versuchen wir es einfach mit der Eistüte. Mit der habe ich auch schon lange nicht mehr gekämpft. Wenn überhaupt schon mal. Ah doch, ich habe ja mir die Attacken alle mal durchgeguckt. Obwohl es gegen Teria Park nicht gerade das beste Punkt sein dürfte. Aber was soll's. Wenn ich mich richtig erinnere, erst Eissturm, dann Lawine. Sollte sehr stark sein, sogar. Oh, ein Volltreffer. Oh, Bodycheck, das tut weh. Aber eine Lawine und dann dürfte das... ich hätte doch vielleicht Lawine machen sollen. Oder das andere, was auch immer. Egal. Kostenlose Erfahrung für unseren Elespin. Der hat es nämlich eher am schwersten mit dem Trainieren, denke ich mal. So von seinem Typ her. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch als erstes angreifen. Ja. Wir haben ja doch eine recht hohe Initiative, auch wenn es nicht so hoch ist wie bei Celebritz. Da waren wir schon, dann gehen wir mal da lang. Und sie möchte natürlich kämpfen. Oh, du willst mit mir kämpfen? Nein, möchte ich nicht eigentlich. Ich möchte eigentlich nur das Item. Von mir aus gern. Ich habe ein ganz besonderes starkes Pokémon für dich. Was hast du denn, Juliane? Ah, ein Polygon. Ist aber nicht so besonders, wenn ich ehrlich bin. Aber unser Walter wird kurz einen Prozess mit ihm machen. Funkflug und das war's, wenn es dann nicht ihr Schutzschild aktivieren würde. Dumme Zeitverschwendung. Dafür kriegt es aber jetzt ordentlich aufs Fressbrett. Und das war's auch schon. 1100 Erfahrung kann man sich gönnen für einen One-Hit-Gegner. Ist auf jeden Fall gut. So, aber jetzt nochmal Renekt nach vorne. Ich meine, das wird hier ein leichtes Spiel haben. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn das mal jetzt einen kleinen Vorsprung hat. Dass auch noch Seiten geben wird, wo es nicht trainiert wird. Beziehungsweise die anderen mehr. Oh, eine Limonade. 800. Ja, doch, eigentlich eine Limonade dürfte reichen. Wo Renekton eher schlechte Karten gezogen hat bei den Gegnern. Und da denke ich, ist auch kein Problem, wenn das jetzt mal einen kleinen Vorsprung hat. Wenn mit 34, 35 werde ich auf jeden Fall wieder aufhören, wenn ich überhaupt so weit komme. Ihr Licht. Okay, wäre natürlich schön, wenn wir jetzt auch ein Lichtel hätten. Wird auf jeden Fall von dem Namen passen. Okay, ein Lichtel. Ich versuche es mal nicht zu besiegen und zu fangen. Oder haben wir vielleicht sogar einen Flottball. Der dürfte das sogar schaffen, wenn ich mich nicht irre. Timerball, ist das? Ja, ich glaube ein Timerball ist es. Je schneller, umso besser. Und wenn wir den direkt werfen, ist er natürlich am besten. Und sieh an, es hat nicht geklappt. Was ein Scheißvieh. Dafür bekommt es jetzt einen Schaufler ab. Wenn es das überlebt, gehört es uns. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Schade, sehr effektiv. Und wir werden natürlich verbrannt vom Flammenkörper. War vielleicht nicht die schlauste Idee. Und 200 Erfahrung für ein Lichtel ist auch nicht gerade so effektiv.
Gehen wir weiter. Wir haben ja noch 5 Minuten. So, ich möchte jetzt aber nochmal mit Dampfwalze versuchen. Vielleicht ist das ja nicht ganz so stark. Obwohl das auch recht heftig ist. Ja, es reicht aus. Jetzt natürlich hoffen. Was hat es da wohl gemacht? Oh mein Gott, was tut's? Nichts, Gott sei Dank. Tu mal einen Beutel und einen Hyperball. Ich mach da jetzt keine großen Faxen. So. Ich hoffe, das klappt jetzt, weil sonst werde ich das arme Ding doch ins Nirvana schicken. So, ein Lichtel. So, es entzündet ein Licht und gibt vor dem... Okay, ich hab's weggedrückt, Entschuldigung. Geben wir dem auch einen Spitzname, weil ich finde es ziemlich cool. Vielleicht kommt es ja mal kurzzeitig in unser Team, wer weiß. So. Wie nennen wir es denn? Nein, nein, nein. Ich nenne es einfach Lightly. Man kann sich ja wohl denken, warum. So. Und dann gehen wir weiter. So, ich entschuldige mich kurz für das schnelle Unterbrechen, aber ich habe kurz meiner Schwester etwas helfen müssen. Ich habe jetzt natürlich auch vergessen, wo ich war. Aber ich denke, ich werde hier jetzt noch die Trainer besiegen, dann werde ich auch den Patch umbenden. Da habe ich auch natürlich mehrere Aussichten darauf, dass ich den nächsten Arena leider machen darf. Um mit zu lecken, dürfte das eigentlich relativ schnell gehen. So. Bestimmt gelingt es mir zu erraten, wer oder was du bist. Mal sehen, du bist... Bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Ist ja auch verwunderlich. Du bist der Einzige, der dafür hell sehen muss. Die anderen wissen das alles so, aber okay. Ein Somnivora dürfte eigentlich kein schwerer Gegner für unseren Renekton mit Knirscher sein. Dann schauen wir mal. Ein Schlag dürfte vielleicht gar nicht ausreichen. Nein, bringt auch gar nichts. Versuchen wir es einmal mit Schaufler. Wir müssen nur aufpassen, der Brand uns jetzt natürlich immer schädigt und ganze 10 HP oder TP in Pokémon abzieht, ist natürlich nicht wenig. So, ich trinke mal kurz einen Schluck Apfelschorle, da ich jetzt gerade ein bisschen Fleißarbeit betrieben habe und ein bisschen außer Puste jetzt deswegen bin, aber ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Oh, der war sehr effektiv. Ich glaube, da kommt jetzt einfach Walter ins Spiel. Das wird mir auch ein bisschen zu blöd. Ich will nicht, dass unser Renekton drauf geht. Dann, nachdem Walter dran war, tun wir einfach Nick nach vorne. Der tut da, glaube ich, eh alles One-Hit wegkloppen. Natürlich, je öfter er einen Igler benutzt, umso schwerer wird es auch, ihn zu besiegen. Aber Funkflug ist ja, hat ja nichts mit normalen Angriffen, sondern ist ja spezial. Von daher ist das mir auch egal. Obwohl, könnte auch natürlich ein physischer Angriff sein. Egal, ein Funkenflug, dann dürfte das doch hoffentlich langsam mal gewesen sein. Und besiegt. Dann kommt nochmal Renekton rein, das wird er doch schaffen mit seinen wenigen HP. Ich hoffe nur, dass wir als erstes angreifen. Als andere wäre schlecht. Man hat das jetzt gerade uns im Alter besiegt gehabt. Ich hätte natürlich auch einfach austauschen können. Oh, 1500. Das ist nicht schlecht. Okay, war auch ein harter Gegner. Ich finde, das war auch schon gerechtfertigt. Jetzt tun wir einfach... Ja, das wollte ich nicht. Einfach... wo geht's? Auf F. Genau. Einen Trank einschmeißen. Nochmal eine Limonade. Obwohl ein Hyperheiler oder so vielleicht auch nicht schlecht wäre. Vielleicht schauen wir mal gerade, ob wir irgend sowas haben. Was für das Kummelsch. Oh, sehr stark. Elixier, Hypertrank, Beleber, Äther, Feuerheiler. Genau den brauchen wir doch. So.
Hätte man dich geheilt. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ich tue jetzt einfach alle hier noch schnell besiegen, dann kann Kilian die nächste Folge weitermachen. Ich kann spüren, wie uns die Seelen der Verstorbenen um einen Kampf anfliehen. Oh. Das ist aber nicht so schön. Ich glaube, das sind alles so Poltergeister. Ich meine, welcher normale Geist möchte denn, dass man sich bekämpft? So, ein Knirscher und das war's dann hin. Endlich, hoffentlich. Ich habe nicht keine Lust, hier jetzt noch viel mehr Zeit zu verschwenden, da der Part auch jetzt so langsam an seine Grenze kommt mit der Zeit. Und ich ja eigentlich eine 15-Minute- bis 20-Minuten-Grenze einhalten wollte. So, Flitiamo, so. Und, ach genau, das Vieh. Das entwickelt sich ja, glaube ich, auch nur, wenn man es liebt oder es einen liebt. Also die Vorentwicklung davon. Wenn ich mich nicht irre. Und das, glaube ich, auch nur zu einer gewissen Tageszeit. Aber ich kann mich irren. Ich denke, Kilian hat da nähere Informationen. Wenn er die nicht sogar schon verbreitet hat. So, da hätten wir den. Dich haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ein feuriger Pokémon-Kampf erfreut jeden trägen Geist. Das stimmt natürlich, wenn sie natürlich voller Spannung und Action sind. Müssen sie nicht unbedingt schlecht sein. Aber wenn mich hier jeder zum Pokémon-Kampf zwingt, habe ich natürlich auch keine andere Wahl, als die Gnadenlust zu besiegen. Ja, ein Schlag. Das dürfte dann auch gewesen sein. Was hat er? Oh nein, unser Hochmut ist weg. Ist natürlich nicht so schön, aber bei dem Vorteil, den wir haben, ist das eh nicht so schlimm. Oh, Moment, was ist denn das? Habe ich, glaube ich, kann mich gar nicht erinnern, dass ich das jemals gesehen habe. Aber ich denke, wenn man hier durchlaufen muss, dann begegnet man dem so oder so. So, dann Knirscher ist hoffentlich stark. Ja, oh ja. Sieht aber ziemlich cool aus. Hab aber noch nie was von dem Pokémon gehört oder gesehen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass man das später nochmal begegnet. Vielleicht die Weiterentwicklung, das kann sein, wenn es das denn eine hat. Weil es sah mir eigentlich eher so aus, als wäre das ein Pokémon, das nur eine Entwicklungsstufe hat. So, Flucht. Dich brauchen wir natürlich nicht. Wir haben dich hier schon gefangen. So, hier lang. Da haben wir noch ein Item. Ich hoffe, ich habe unten jetzt beide Items eingesammelt. Ich bin hier, um etwas über das Ende der Welt zu erfahren. Aber bisher war ich noch nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht hilft es ja irgendwie, wenn wir miteinander kämpfen. Eine Herausforderung von Psycho Markus. Oh, da haben wir. Ist das die Weiterentwicklung von dem Vieh, was wir die ganze Zeit bekämpft haben? Ich glaube schon. Das ist nicht so irgendwie so ein Pokémon, das mehr Form hat, oder? Ja, jedenfalls Knirscher und das dürfte es auch schon gewesen sein. Oder vielleicht noch ein bisschen dürfte es über haben, da es ja relativ hohes Level hat. Okay, nein. Wir sind auch ein bisschen overleveled, schon fast mit Renekton. Aber soll's. Dafür wird es jetzt einfach mal ein paar Runden außen vor gelassen. So. Bandsticker. Braucht kein Mensch. Aber was soll's. So, jetzt noch dich. Da können wir uns wahrscheinlich bei der heilen. Du nimmst meine Dienste als Pflegerin sehr gerne, wenn du mich besiegst, heile ich deine Pokémon-Team. Und dann können wir auch schon den Part beenden. Da hast du doch noch wieder ziemlich genau 25 Minuten gebracht. So. Ein Mulli Morba. Dürfte. Wir haben natürlich keinen Knirscher mehr über. Ist schade, aber was soll man machen? Machen wir einfach die Dampfwalze. Glaube ich auch recht effektiv. Ist zwar nicht so stark, aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, je öfters wir es benutzen, umso stärker wird's. Oh, ein Hypertrank, natürlich. Wer hätte gedacht? Jetzt natürlich Selbstverletzung. Ja, klar. Und nochmal Dampfwalze, komm. Und Dampfwalze, jawohl. Wird leider kein One-Hit sein.
Oh, das war aber sehr stark. Komm, 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 komm. Ja. Und das wäre auch wieder das Level Up. Ich würde natürlich jetzt einfach speichern und Killian hier rauslassen, aber das geht natürlich nicht, da wir nicht mit Safe State spielen, sondern mit richtigem Abspeichern. Da es bei Safe State kleine Probleme gab. So, eine Kalklinge. Das mit Blick haben wir auch schon lange nicht mehr gekämpft. Und es hat gerade seinen passenden Gegner, einen Wasser-Pokémon. Das dürfte. Ah, Schutzschild. Das ist natürlich schade. Ja, Kreuzscher, komm. Oh, sehr schwach. Leider. Weckruf dürfte auch nicht so stark sein. Dann machen wir es einfach mit der Kalklinge. Ist mir auch dann auch egal. Dürfte trotzdem gut schaden. Oh mein Gott. Ist der Weg mir jetzt auch zu dumm? Ich habe gedacht, es wäre ein lustiger Kampf, aber es dauert zu lang. Deswegen, ich hoffe, Edelspin ist nicht so angeschwächt. Ist es aber. Vielleicht können wir noch einen Angriff rausbringen. Bevor wir besiegt werden. Ja, Schutzschild, das ist doch schon mal schön. Ja, einfach Ladestrahl, das dürfte eigentlich die stärkste Attacke haben. Sein, die wir dabei haben. Und es ist sehr effektiver, zieht fast nichts ab. Und eine Aquarelle, was uns jetzt wahrscheinlich besiegt. Natürlich ein Volltreffer, wer hätte es gedacht. Und ein Petri. Ist zwar sehr anfällig für Memoldi. Marmoldi, Marmolida, so. Aber was soll's, Akrobatik, sehr stark. Auf jeden Fall. Und das wär's gewesen. Und da habe ich das Team besiegt, aber sie ist ja so nett im Hals direkt wieder. Da, von daher kein großes Problem. Versprochen ist versprochen. Hier, das wird deinem Pokémon-Team gut tun. So, jetzt wird Killian nie erfahren, dass unser Pokémon-Team so niedergeschlagen war. Ist es nicht toll, dass alle Menschen und Pokémon ihre ganz persönliche Stärke haben? Meine Stärke ist das Heilen von Pokémon. Wie von vielen anderen. Du bist noch nicht mal Professor Choi. So, Renekt nach hinten. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich denke, jetzt kommen wir erstmal mit Elisch. Oder Eistüte. Eistüte kann eigentlich gerade vorne bleiben. Das ist eigentlich ein ganz nettes Pokémon. Und dann verabschiede ich mich hier. Nächste Folge seht ihr dann bei Killian und wie immer. Und vielleicht kommen wir jetzt auch mal wieder dazu, ein paar Folgen im Vorlauf aufzunehmen. Falls nochmal was dazwischen kommt, dass ihr nicht dann direkt wieder auf dem Trockenen sitzt. Auf jeden Fall tschüss, weil ich überziehe gerade.